Hallo und herzlich willkommen YouTube, hier ist Kilian aka Kilkrim und ich darf heute herzlich willkommen heißen hier auf meinem Channel zu dem erneuten Video, nämlich das FAQ. Leute, bevor ich mit diesem Video loslege, darf ich euch erstmal darauf hinweisen, dass im Hintergrund ein richtig fettes Gameplay auf Fringe läuft. Natürlich in Hardcore, weil ein Hardcore-Gameplay zu spielen ist so krass. Leute, Hardcore-Gameplay sind so mega fett, Leute. Hardcore ist 100-mal schwieriger als Core, Mann. Yo, wahrscheinlich, oder? Und damit ein erneutes herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ich euch heute hier unterhalten darf, beziehungsweise versuchen darf, euch zu unterhalten und wie auch immer, ihr habt mir in den letzten oder vorletzten Video ein paar, oder beziehungsweise viele, viele Fragen gestellt, weil ich euch ja darum gebeten habe und es ist echt nice, dass so viele Fragen reingekommen sind. Auf jeden Fall wird das Video ein bisschen länger heute und ich hoffe natürlich, dass ich euch dadurch trotzdem unterhalten kann und dass ihr bis zum Ende dran bleibt. Aber erstmal der Hintergrund, Leute, ist ein Fringe-Gameplay und zwar ein, lass mich nicht lügen, eine Nuklear und ich glaube noch eine 25 oder 20er Streak. Das war der Doppel-Nuklear-Feld des Todes, das war wieder die Traumlobby, aber irgendeiner meinte dann irgendwann mal auf meiner zweiten Streak, nö, ich fuck jetzt ab, ich benutze mein linkes Scuff-Pedal. Und dann hat er mir mit der Shiva absolut kassiert. Ist auch egal, wir fangen jetzt einfach mal meine Fragen an, weil sonst wären wir ja nie fertig und das wäre ja auch irgendwie behindert, wenn das hier ein 1-Stunden-Video wird. Ich laber zu viel Scheiße, also let's go. Bist du zufrieden mit deiner aktuellen Lage auf YouTube? Ich muss sagen, aktuell, wie das auf YouTube läuft, bin ich mega, mega zufrieden, denn ich habe schon so viele Leute kennengelernt, die mega, mega korrekt sind, wo ich da gar nicht die Chance hatte, sie kennenzulernen davor. Und wie gesagt, bin einfach mega hyped, wenn ich YouTube-Videos mache. Ich freue mich über jede Resonanz, deswegen, yo, auf jeden Fall zufrieden. Meier der Schlingel fragt, wie bist du zu YouTube gekommen? Diese Frage ist nicht richtig zu beantworten, denn ich bin auf YouTube schon unterwegs, seitdem ich 14 Jahre alt bin, aber richtig wie, also ich habe ja schon öfters YouTube gemacht, als ich ein kleines Kiddie war und Nevermind, auf jeden Fall habe ich letztens einen auf dem Ruinklang gesehen, getroffen, gehört, und zwar so vor ca. 1-2 Monaten und da habe ich einen Smiley getroffen, Link in der Videobeschreibung, denn er ist meine Inspiration gewesen, wieder anzufangen und ja, mittlerweile läuft es echt gut, ich habe positive Resonanz bekommen und deswegen, ja, danke an dich, Smiley, Grüße gehen raus, alter Bro. Okay, danke für die 1-Euro-Donation. Wieso bist du so hässlich? Ach, Ruben. Halt dein Maul. Was ist deine Meinung zur aktuellen Schmähkritik an Erdogan? Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist ein teures Hab und Gut, was man natürlich bewahren muss. Und ich finde auch nicht, dass Merkel ihm so krass in den Arsch kriegen soll, einen kleinen Präsidenten aus der Türkei. Denn generell wurden die Gesetze aus Deutschland eingehalten und da braucht der türkische Präsident auch gar nicht irgendwie versuchen, was zu ändern bei uns, denn es ist unser Land. Alles klar. Also ich hoffe schon, dass ihr wisst, was ich meine, ne? Also jetzt, Und meiner Meinung nach ist alles komplett in Ordnung und ich fand's ganz lustig. Wie spielst du deine M8A7? Grundsätzlich werden die Gegner mit Schaft, schnelles Magazin und Schnellfeuer rasiert, wenn es um die M8A7 geht. Tja, easy XP. Wie ist es dazu gekommen, dass du ein Video bei Meier hochladen durftest? Komischer Smiley, den ich irgendwie nicht verstanden habe. Diese Frage wurde mir schon oft sowohl auf YouTube als auch auf Twitter und im Stream gestellt, wie ich ein Video über Meier hochladen durfte oder konnte und ganz ehrlich, ich hatte einfach nur Glück. Ich habe ihn mal angeschrieben, weil ein Kumpel von mir meinte, yo Digga, ich habe gehört, Meier macht mal Videos und du bist echt gut, frag ihn doch einfach mal. Und dann habe ich das gemacht und er fand das ja anscheinend auch ganz gut und das freut mich auch immer noch mega, deswegen nochmal ein fettes Dankeschön. Aber jetzt reicht es doch hier auch, ne? Wie gesagt, ich hatte einfach nur Glück und keine Ahnung, wenn ihr denkt, ihr seid mega gut, dann könnt ihr ihn mal anschreiben. Ich denke mal, er ist ein richtig sympathischer Typ und er hilft Leuten gerne, wie man auch aus seinem Kanal sieht. Und ja, ich bin ein kleiner Glückspilz. Gehen wir zur nächsten Frage. Bevor ich die nächste Frage vorlese, müsst ihr wissen, alle Fragen mit einer grünen Umrandung sind die größten Missgeburten, die ich in Real Life kenne. Also nur so, dass ihr es wisst, ne? Je größer die Umrandung, desto größer die Missgeburt. Also, wann kommt dein Rap-Battle auf YouTube? Wann kommt CSGO-Videos? Rap-Battles, ich will euch ja nicht die Ohren verkrüppeln, sag ich mal. Und wann kommt CSGO-Videos? Wahrscheinlich kommen jetzt CSGO-Videos, oder Digga? Also echt, jetzt halt dein Maul. Wo wir gerade schon bei Missgeburten aus meinem Real Life sind, gehen wir gleich zur nächsten Frage. Die ist nämlich auch von jemandem aus meinem Real Life. Und ja, wie soll ich sagen? Er hat versucht, hier ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Also will ich das so kurz einmal vorlesen. Wie findest du Torben, in Klammern, ja, an dem grünen Rand seht ihr schon, dass das die allergrößte Missgeburt ist aus meinem Freundeskreis. Also erstmal Grüße gehen nicht raus an dich. Da wir jetzt alle Missgeburten beseitigt haben, by the way, Missgeburten ist nicht ganz so ernst, doch eigentlich schon. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wie bist du auf den Namen Kilka gekommen und wie lange brauchst du durchschnittlich zum Schneiden deiner Videos?
Auf den Namen Kilkrüger bin ich mega einfach gekommen. Und zwar heiße ich ja Kilian in echt mit Vornamen. Und deswegen Kil und Kra ist halt mein Nachname. Und ich habe auch irgendwo in irgendeinem Video mal auf YouTube erwähnt, wie ich in echt heiße. Also wenn ihr Bock habt oder es im Livestream gesehen habt, wie ich echt heiße, kommt und findet mich, ihr kein Motherfuckers. Nein, Spaß natürlich. Auf jeden Fall mein Name richtig easy. Und wie lange ich zum Schneiden meiner Videos brauche. Es geht so ab 2 Stunden los. Und das hier dauert bestimmt so 5 Stunden circa. Ja, es dauert 5 Stunden. Ich sitze hier auch gerade schon in 2 Stunden. Nächste Frage ab dafür. Und nun kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wirst du auch ein Commentary machen, wo du Klavier spielst? Ich könnte mir nicht echt gut mal vorstellen, kurz Klavier zu spielen, aber das mache ich nicht in diesem FAQ, sondern im nächsten. Das heißt, wenn ihr Bock auf das nächste FAQ habt, weil ich dachte eigentlich, ich mache jetzt alle Fragen rein, aber es waren jetzt, keine Ahnung, 8, 9 Fragen und das hat schon so lange gedauert. Deswegen verzeiht mir das, aber im nächsten FAQ spiele ich easy Klavier für euch. Also wenn ihr Lust habt, schreibt einfach neue Fragen in die Kommentare, beziehungsweise auch die alten, wenn ich eure nicht genommen habe, denn ich nehme jetzt die Fragen unter diesem Video fürs nächste. Keine Ahnung, wann das kommt, also haut mal die Kommentare zu. Ansonsten hoffe ich, euch hat dieses fucking Video gefallen, ja. Ich hoffe es wirklich um alles, Mann. Ich habe mir so viel Mühe gemacht und ich hoffe auch, das habt ihr gesehen. So, genug mit dem Schleim. Unten mein Twitter-Link abchecken. Ansonsten haut rein. Ich wünsche euch noch einen mega fetten und mega schönen Tag. Den schönsten Tag eures Lebens am besten. Ansonsten haut rein. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal. Peace out.